Hallo, ich bin es, Axel aka Watchmaxe. Heute möchte ich euch gerne eine meiner am angenehmsten zu tragenden Uhren vorstellen. Es handelt sich dabei um die SIN 856 UTC. Das gute Stück hat schon einige Jahre auf dem Puckel, hat eine Revision bei SIN hinter sich und einen kleinen Service. Bei dem habe ich die äußere Entspiegelungsschicht wegpolieren lassen, da sie doch einige Kratzer bekommen hatte, nicht im Glas, aber in der Entspiegelungsschicht und mich das gestört hat. Ich bin der insgesamt dritte Besitzer. Ich kann nicht ganz genau sagen, wie alt die Uhr ist, aber sie läuft sehr gut. Am Boden kann man sehen, dass sie schon einiges mitgemacht hat. Hier gibt es einige polierte Stellen in der ansonsten perlgestrahlten Ausführung. Man kann ganz gut sehen, dass die Uhr aber ansonsten wirklich gut im Schuss ist. Was mag ich an dieser Uhr? Zum einen, dass sie ausgesprochen genau geht. Sie geht mit einer Abweichung von plus 1 bis minus 2 Sekunden. Ich gehöre zu den seltenen Uhrensammlern, die auch eine Abweichung ins Minus nicht sonderlich stört. Am Arm macht sie einen wirklich guten Eindruck, trägt sich angenehm und vor allen Dingen, sie trägt nicht so auf. Das mag ich sehr, bei manch anderen Uhren stört mich das. Sie ist tegmentiert, hat den Magnetfeldschutz und die AR-Technologie, man sieht hier leicht blau, also noch alles im grünen Bereich. Aktuell montiert ist ein Hirsch-Performance-Band. Von außen ist es eine Lederschicht, entweder wie hier gelocht. Das gibt es aber auch in glatten Ausführungen oder mit einer Krokodil- oder Alligatorenprägung. Und auf der Innenseite ist es ein Kautschuk mit diesem Rillenprofil, sodass Luft an die Haut kommt und auch im Sommer die Schweißbildung nicht zu ausgeprägt ist. Das Band ist wasserfest und Hirsch bietet auf diese Art von Bändern eine dreijährige Garantie. Ich habe mehrere dieser Bänder und hatte noch mit keinem Band Probleme. Diese Uhr trage ich auch sehr gerne an einem Erikas Originalband. Ihr könnt sehen, ich habe meine Bänder den Uhren zugeordnet und schön verpackt und abgelegt. Das Erika-Band, auch hier wieder ein Hirsch-Performance-Band, diesmal ohne Kontrastnaht. Das Erika-Band wird etwas speziell angelegt. Ich versuche das einmal live im Video zu zeigen, in der Hoffnung, dass mir das gelingt und ich dabei nicht zu nervös wirke. Zunächst einmal muss das aktuelle Band raus. Die Federstege brauchen wir. Und dann wird das Band mit den Federstegen fest an die Uhr gemacht. Ich mache das immer so, damit ich über die Federstege eine bessere Kontrolle habe. Wie ihr seht, klebe ich die Hörner nicht ab. Für mich ist und bleibt eine Uhr ein Gebrauchsgegenstand und wenn minimale Spuren sichtbar sind vom Band wechseln, dann ist das eben so. Mich stört es nicht, wenn ich eine Uhr gebraucht kaufe und wenn ich eine Uhr irgendwann einmal verkaufen würde, dann gehört das für mich auch zu den Spuren des Lebens. Ich weiß, dass einige Puristen hier jetzt ganz nervös werden, aber für mich ist das so und ich kann damit sehr gut leben. So. Und hier ist das Erika-Band an der Uhr.
Auch hier zeigt sich, dass es sich sehr angenehm trägt und auch trotz einem Band mit einer Führung unter der Uhr nicht zu sehr aufträgt. Die Idee zu diesem Video ist aber entstanden, weil ich auf das Stahlband zurückwechseln wollte. Und auch das möchte ich versuchen, euch live zu zeigen. Insofern ist dieses Video für mich eine doppelte Herausforderung. Jo, ihr habt es gerade gesehen, da hat sich ein Federsteg verabschiedet. Ich hoffe, dass ich ihn wiederfinde, ansonsten muss ich an meine Reservekiste gehen. Bevor ich es mache, schaue ich immer, dass es richtig ist. Der Bügel ist auf der 6 Uhr Seite, das heißt, das Band kommt so an die Uhr. Jeder, der Bänder wechselt, wird irgendwann seine eigene Routine entwickeln. Für mich ist es immer so, dass ich zuerst den unteren Teil des Federstegs einsetze, dann den oberen und dann schaue, ob es passt. Anfangs habe ich immer die Schließe geöffnet, beziehungsweise sogar das Band aus der Schließe rausgemacht, um mehr Platz zu haben. Mittlerweile klappt es in den allermeisten Fällen auch ohne das. So. Es hat tatsächlich auf Anhieb geklappt. Das freut mich sehr. So bleibt die Uhr jetzt die nächsten Tage bei mir am Arm. Ich bedanke mich fürs Reinklicken und hoffe, dass ihr einen interessanten Eindruck einer interessanten Uhr bekommen habt.